Und sonst weiß ich nur, dass ich Autos mag. Ich gebe den letzten Euro her für einen Jaguar E. Ich fahr auf 57er Chevys. Ich fahr auf Golf GTI. Sieh ich ein Auto und wenn nur ein kleines, bin ich ganz happy und will gar nichts anderes mehr haben. Dass der kleine Stadtstreicher ein Faible für Modelle hat, oder Modellautos natürlich, und auch für Oldtimer, wisst ihr seit den letzten Folgen schon gut. Dass er auch Modellautos sammelt, und zwar nicht die kleinen, sondern richtig ordentliche, das hat einen anderen Grund. Und diesen Grund werde ich jetzt besuchen. Naja, sieht er gleich nach ein bisschen mehr aus als bei mir zu Hause. Mein erstes Auto war Formel 1 Berger. Und dann ist meine Sammelleidenschaft losgebrochen. Also wenn euch jetzt ein paar Dinge auffallen, dann ist es erstens wahrscheinlich diese merkwürdige Mütze. So ungefähr sahen die Mützen der Fahrer aus, wenn sie in diesen Fahrzeugen unterwegs waren. Und zweitens dieser vierbeinige Zeitgenosse, ein sogenannter Leasinghund meines Freundes Willi, das ist er jener hier. Ja, und hier sehen wir nun den Ford T, Spitzname Tin Lizzie, auch auf Deutsch Blechliesel, und der war das erste für die Masse leistbare und auch auf Fließbändern produzierte Auto. Zwischen 1908 und 1927 wurde in den USA dieses Auto in der Auflage von 15 Millionen Mal gebaut, und bis 1972 noch war der Ford T das meistverkaufte Auto der Welt. Der 2,9 Liter Ottomotor wurde mit dieser Kurbel in Gang gesetzt, wie natürlich alle Automobile der Anfangszeit. Bleiben wir in der fast noch Anfangszeit bei der Firma Ford. Hier sehen wir einen Ford B Coupé. Das war so das typische Fahrzeug im amerikanischen Mittelwesten und hatte den Spitznamen Deux Coupé. Und Deux für zwei Sitzer, also mehr als zwei haben da nicht reingepasst, und wurde zum Namensgeber für ein ganz berühmtes Album der Musikgeschichte, nämlich Little Deux Coupé von den Beach Boys. Bemerkenswert, die Türen, die nach hinten aufklappen. Ja, einsteigen und Platz nehmen. Laut Werbung sollten in diesem viersitzigen Kleinwagen aus den 50er Jahren auch vier Erwachsene Platz finden. Willi, hast du dieses Modell erlebt? In Natur. Ich war noch ein kleiner Mensch. Ich habe hinten hineingepasst. Aber du warst nur ein Kind? Ich war nur ein Kind. Also, da habe ich noch Platz gehabt. Aber mein Onkel, der war mehr Braders hoch, seine Frau dasselbe in grün. Aber wir sind gefahren. Das war das Auto meines Onkels und da hat er mir seinerzeit erzählt, er hat neue Heferl gekriegt. Nur habe ich mir damals nicht vorstellen können, was ist ein Heferl? Heute weiß es in der Zwischenzeit, sind Kolben. Willi, was haben wir denn da jetzt für ein merkwürdiges Fahrzeug? Ein Mittelding zwischen einem Auto und einer Lieferung mit drei Rädern. Unser Kohlenhändler hat so ein Mobil gehabt zum Ausliefern für Kohlen. Und zwar ist es ein Mittelding zwischen Motorrad und Auto geworden, denn die Vorderseite mit dem einen Rad stammte von einem Motorrad und man hat einfach eine Pritsche hinten angehängt. Diese findige Idee hatte eine Firma namens Vidal und Sohn, Tempo Werk, deswegen heißt das Fahrzeug auch Tempo T1. Und warum man auf diese Idee kam, da würden meine Zuseher jetzt nie drauf kommen. Nämlich, man durfte 1928 Lieferwagen nicht ohne Führerschein fahren.
Aber zwei Räder sehr wohl. Die findige Idee daher, eigentlich ist das ja ein Motorrad. Tja, Willi, der Tempo war eigentlich ein Unikat, nicht? Und hier ist das nächste Unikat, ein Tacker aus 1948. Der war das einzige Modell, das diese US Tucker Corporation von Preston Tucker überhaupt gebaut hat. 51 Stück davon wurden erzeugt, immerhin 47 davon existieren noch immer. Interessant auch bei diesem Fahrzeug, dass die vorderen Türen nach vorne aufgingen und die hinteren nach hinten. Also viel Platz zum Einsteigen. Erinnert ihr euch noch, dass der Ford T bis 1972 das meistverkaufte Auto der Welt war? Dann wurde er abgelöst, und zwar von diesem Fahrzeug, der VW Käfer. Er war mit insgesamt 21,5 Millionen verkauften Fahrzeugen ab 1972 das meistverkaufte Auto der Welt, bis er 2002 von wem abgelöst wurde, Willi, was glaubst du? Das moderne Auto, der VW Golf. Stimmt, den werden wir später auch noch sehen übrigens. Der Käfer, also eine unendliche Erfolgsgeschichte, und er begann mit diesem hier. Der sogenannte Brezelkäfer. Der hatte hinten eine geteilte Heckscheibe. Und zwar aus dem Grund, weil es seinerzeit noch kein gebogenes Glas gab. Seilzugbremsen, keine Hydraulik, sondern mit Seilzug zu betätigen, und keine Blinker, sondern Winker. Die sind hier rausgekommen. Sehr beliebt war der Käfer dann natürlich in der Cabrio-Variante, und da ist es interessant, auch zu Zeiten des Beetle war das Cabrio noch in dieser Form. Was hat denn so ein Käfer leistungsmäßig auf die Reihe gebracht, Willi? Stolze 34 PS. Aber um sich fortzubewegen mit ca. 130, 135, haben die 34 PS genügt. Wesentlich schneller als 130 hat sich dieser Käfer fortbewegt. Die Nummer 53. Ein toller Käfer. Ja, kann denn sein. Dieses Modell, eigentlich Hansa 1500, wurde auch Isabella genannt. Und zwar, ganz eine lustige Geschichte, man suchte beim neuen Prototypen einen unverdächtigen Namen, weil man offensichtlich Angst vor der Konkurrenz hatte. Das Fahrzeug wurde ein sehr beliebtes Polizei- und Taxiauto und hat immerhin 150 km/h bei der stärkeren Motorvariante hervorgebracht. Hier sehen wir einen Lloyd. Und zwar Lloyd klingt eigentlich very British, ist es aber nicht. War ein Modell aus der Borgward-Gruppe, die wir vorher soeben gehabt haben, und wurde im deutschen Bremen produziert. Interessant, auch hier wieder die Vordertüren, die nach, oder eigentlich die einzigen Türen zum Einsteigen, die nach hinten aufklappen, und unter der Haube schnurrte ein Zweitaktmotor. Und hatte ein komisch heulendes Geräusch. Und wie man sieht, manches Mal müssen auch die Modellautos repariert werden. Und Willi kann das meisterhaft. Was uns hier Willi so Ton in Ton mit seiner Jacke präsentiert, ist ein Topolino. Und der stammt aus dem Hause Fiat. Topolino bedeutet auf Italienisch Mäuschen, war aber auch gleichzeitig der Name von Mickey Mouse auf Italienisch in den Comics-Heften. Willi, was kannst du uns eigentlich über den Topolino erzählen, über das Mäuschen? Das Mäuschen war das erste Auto, mit dem ich selbst mir das Autofahren beigebracht habe. Stückchen nach vor, Stückchen nach hinten, und plötzlich konnte ich Auto fahren. Hat der eigentlich ein Fetzendachel? Das ist ein Fetzendachel, ja. Für Nicht-Wiener, was ist ein Fetzendachel? Ein aufrollbares Dach. Und schiebbare Seitenfenster. Nicht zum Kurbeln, sondern zum Schieben.
Bleiben wir bei den Kleinfahrzeugen. Der Messerschmitt Kabinenroller, Dreiradler, zwei vorne, eins hinten, wurde von einem gewissen Fritz Fend entworfen. Und interessant, wie gelangte man hinein? Nämlich durch diese kippbare Kuppel. Es war ein Zweisitzer und wie man sieht, die Leute saßen nicht nebeneinander, sondern hintereinander. Interessant war, dass das Fahrzeug so Absatz fand, dass Fendt dann mit der Produktion ausweichen musste, und zwar beim Flugzeugkonzern Messerschmitt. Deswegen auch der Name Messerschmitt. Willi, bist du jemals in einer Knutschkugel gesessen? Noch nie. Aber du weißt, was eine Knutschkugel ist. Ich weiß es, BMW Isetta. Ein BMW, lustigerweise. Und, tja, schaut aus wie ein Dreiradler. Korrektur, Vierräder. Oha. Das müssen wir uns genauer anschauen. Eine Besonderheit der Isetta war dieser Vordereinstieg. Und Willi, was ist da mit dem Lenkrad? Klappbar. Also hat sich mit der Türe bewegt. Tja, vom Knutschen in der Knutschkugel zu einem einigermaßen größeren Fahrzeug, ich würde mal sagen, gut doppelt so lang, ein Tatraplan. Richtiger Name Tatra 600. Er stammt aus der Tschechoslowakei und wurde zwischen 1948 und 1952 über 6000 Mal erzeugt. Und interessant, dieses tschechische Fahrzeug ging bis in Übersee. Die hinteren Radkästen bilden einen Abschluss mit der Karosserie, ragen also nicht heraus. Ja, hier haben wir den ersten Chevrolet dieser Sendung, und zwar den Chevrolet Special Deluxe aus 1941. Der wurde nur 2 Jahre lang erzeugt und trotzdem gingen mehr als 1,2 Millionen davon in den Verkauf. Und das ist das Nachfolgemodell des soeben gesehenen Chevrolet, ein Chevrolet Fleetmaster, auch Woody genannt, wegen der Holzverkleidung an der Seite. Bemerkenswert, wie man hier von außen doch erkennen kann, der hatte bereits 3 Sitzreihen. Quasi der erste Kleinbus. Ja, liebe Leute, wie ihr gesehen habt, wir sind noch lange nicht fertig. Also freut euch auf Teil 2.